Live. So. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ich heiße euch herzlich willkommen heute am Freitagabend zu unserer weiteren Reihe von Kurzsohbet mit Hadithen. Und dann wollen wir auch schon mal gleich loslegen. Abu Umar überlieferte, dass der Gesandte Allahs sagte: Demjenigen, der einem Muslim sein Recht genommen hat, hat Allah das Höllenfeuer bestimmt und das Paradies verwehrt. Ein Anwesender fragte: O Gesandter Allahs, gilt das auch für Kleinigkeiten? Er sagte: Auch wenn es nur ein Stöckchen eines Busches wäre. Also hier geht es um Hak, um Rechte eines anderen. Wir Muslime haben kein Recht, einen anderen in irgendeiner Art und Weise zu schädigen. Und wenn uns was mal passiert, das kommt natürlich öfters vor, dann sollen wir doch in diesem Leben diese Person um Vergebung bitten und dann gegebenenfalls auch Ausgleich schaffen, wenn es natürlich mit Schaden verbunden ist. Abu Huraira radu an überlieferte, dass der Gesandte Allahs und seine Gefährten eins fragten: Wisst ihr, wer wirklich mittellos ist? Sie antworten: Völlig mittellos ist derjenige, der weder Geld noch Besitz hat. Daraufhin sagt er: Der Ärmste meiner Gemeinschaft ist derjenige, der am Tage des Gerichtes mit einer guten Anzahl von Gebeten und Fasten und Sekkat erscheinen wird. Doch er hat auch jemand misshandelt, jemand verunglimpft, die Ware einer anderen Person unterschlagen, jemand getötet oder eine andere Person geschlagen. Dann wird einem ein Teil seiner guten Taten gegeben und den anderen ein Teil seiner guten Taten und dem anderen ein Teil seiner guten Taten gegeben. Und wenn seine guten Taten vergeben sind, bevor er Rechenschaft abgelegt hat, dann werden Sünden der anderen auf ihn übertragen und er wird ins Höllenfeuer eingeschmissen. Das ist ebenfalls wieder im Bereich von Hack. Wenn man das Recht eines anderen verletzt, und wir wissen, Recht eines anderen ist sehr vielseitig, also ich kann in vieler Weise einem Menschen Unrecht tun, ob ich das durch Lügen mache, ob ich das durch Stehlen mache, ob ich das ihnen etwas wegnehme, ob ich etwas mir leihe und nicht zurückgebe, ob ich etwas unterschlage. All diese Dinge, was innermenschliche Beziehung betrifft, sind Hackangelegenheiten. Und diese Hackangelegenheiten, wenn man sie auf diese Welt nicht klärt, werden am jüngsten Tag sehr problematisch werden und das kann eben den einen oder anderen ins Höllenfeuer bringen. Wie hier auch in diesen Hadith genannt wird, wenn also ein Muslim aufsteht am jüngsten Tag und glänzt mit seinen Gebeten, glänzt mit seinen Zakat oder Sadaka, was er gegeben hat, und glänzt mit seinen Fasten, was er gemacht hat und sich freut, da kann es eben passieren, wohin er sich gerade so schön freut, dass dann das Hack auf einmal kommt, dass Rechenschaft gefordert wird. Warum hast du ihn geschlagen? Warum hast du ihn beklaut? Warum hast du das und das gemacht? Und dann werden seine guten Taten von ihm genommen und werden an all denen verteilt, denen er Unrecht getan hat. Und dann, wenn einfach nichts mehr da ist, wenn er gute Taten gehabt hat, dann muss er von den anderen die schlechten Taten auf sich nehmen. Wir haben praktisch ihn gut geschrieben, was ihm dazu führt, dass er dann ins Höllenfeuer muss. Deshalb muss man sehr aufpassen, dass man das Recht einen anderen nicht verletzt, dass man sich wirklich bemüht, korrekt zu sein. Wir können natürlich immer wieder aus dem Effekt heraus etwas tun, etwas machen. Deshalb sollten wir uns gleich bemühen, sobald wir es auch gemerkt haben, sobald es uns auch leid tut, dass wir die Person um Vergebung bitten. Dass wir sagen: Tut mir leid, verzeih mir. Und wenn es natürlich auch gerade Dinge betrifft, Sachdinger, dass man diese Dinge ersetzt. Wenn ich also jemand Schulden, wenn ich bei jemandem Schulden gemacht habe und ich zahle meine Schulden nicht pünktlich zurück und zahle vielleicht nach 1, 2 Jahren, 3 Jahren, dann sollte ich aus dem Anstand heraus und wenn es dann eigentlich annimmt, ihm vielleicht mehr geben. Du hast mir 10.000 Euro geliehen, ich gebe dir dann zum Beispiel 12.000 Euro vielleicht zurück, weil ich es versäumt habe, dir mein Wort einzuhalten und dir pünktlich das Geld zurückzugeben. Also man sollte freiwillig geben. Auf jeden Fall, was gemacht werden muss, es muss der Schaden ersetzt werden. Es geht nicht, wenn ich jemand
wenn mir jemand Geld geliehen hat und ich bitte ihn um Vergebung und ich will einfach nur, er soll mir vergeben, aber das Geld kriegt er trotzdem nicht. Das ist das Hack nicht ausgeglichen. Das Recht wird dann ausgeglichen, wenn auch die Sache, um die es geht, beglichen wurde. Wenn es Schulden sind, dass die Schulden bezahlt werden. Wenn es natürlich andere Sachen sind wie Schlagen oder Lügen, gut, das sind natürlich Dinge, da soll ich nicht zurücklügen oder zurückschlagen, da muss man sich anderweitig einigen. Zum Beispiel, gerade unter Jugendlichen, dann lade ich halt mal zum Döner ein. Gib mir einen Döner aus oder ein Getränk und sag, verzeih mir, schau, ich lade dich zum Essen ein, dass du mir verzeihst, dann macht man diese Geste. Je nachdem, welcher Schaden es war, wie schlimm es war. Es gibt natürlich schon wirklich große Sachen, die wo man nicht so leicht verzeihen möchte. Wenn es wirklich ans Persönliche geht, wenn einer laufend über einen schlecht geredet hat und den Ruf bei den anderen so demoliert hat, dass ihn keiner mehr klauen möchte, das ist natürlich nicht getan mit einer Entschuldigung. Das wird natürlich dann ein großes Problem am jüngsten Tag werden, denn er hebt sich das auf, er ist nicht bereit zu verzeihen, ist natürlich auch nachvollziehbar, wenn man so einen großen Schaden erlitten hat, und dann kommt eben die Sache am jüngsten Tag zur Ansprache. Dennoch, wenn man in sich die Reue verspürt, wenn man auch sagt, ich habe meinem Mitmenschen was Schlechtes angetan, auch wenn es was Großes war, dann soll man sich bemühen, den Schaden wirklich wieder gut zu machen, auch wenn die Person nicht mitspielt. Man soll es wenigstens probieren, dann hat man nämlich später am nächsten Tag gute Voraussetzungen, dass alles so paar einen auch hilft, weil man wollte es ja aus der Welt schaffen. Aber vielleicht die Person wollte nicht. Sie hat gesagt, du kannst mich mal, ich will nichts mehr von dir wissen, red nichts mehr, ich nehme von dir nichts an, wir werden sehen später bei Allah. Es gibt wirklich viele, die so reden, obwohl es sogar manchmal um Kleinigkeiten geht, die sagen, interessiert mich nicht, das werden wir regeln bei Allah. Wir müssen eins auch wissen, wir Muslime, wir sollen uns natürlich immer bemühen, dass wir denen wir was Schlechtes getan haben, auch vergeben. Denn wir erwarten auf der anderen Seite, dass Allah uns vergibt. Doch Allah liebt diejenigen, die den anderen vergeben, damit Allah ihnen auch vergeben. Also hier wäscht immer eine Hand die andere. Das heißt, ich soll nicht sturköpfig sein. Ich soll nicht hartnäckig sein. Es ist nun mal passiert, aus welchem Grund auch immer. Deshalb soll ich trotzdem versuchen, die Güte zu suchen und die Vergebung zu suchen, die Vergebung zu geben. Nicht darauf zu beharren, du hast mir was Schlechtes getan, warten übrigens, der Tag wird sich freuen. Denn die andere Sache ist auch die, wenn zwei Leute, die ein Problem haben, die also Hackstreitigkeiten haben, der eine hat den anderen Unrecht getan, wird es dennoch so sein, dass alle beide so lange nicht ins Paradies gehen, bis die Sache geklärt ist. Das kann dann quasi sein, dass der eine der Hack gemacht hat, in die Hölle geht, dann geht der andere ins Paradies, weil die Sache wurde dann irgendwie geklärt. Aber solange man sich nicht einig ist, solange man sich nicht geeinigt hat, wird keiner der beiden ins Paradies gehen und dann entweder vergibt er ihn, vielleicht gehen alle beide ins Paradies, vergibt er nicht und kommt er zur Bestrafung, muss er die Sünden aufnehmen, wie auch immer, geht der eine vielleicht in die Hölle, der andere Paradies oder vielleicht könnten auch alle beide in die Hölle gehen, weil nämlich dann vielleicht Allah subhanahu sagt, schau, ich habe dir auch so viel vergeben und du hast das und das gemacht und diese Sachen will ich dir aber nicht vergeben und wegen dies kannst du in die Hölle wandern. Also wir sollten immer darauf bedacht sein, nicht sturköpfig zu sein. Und vor allen Dingen, wenn eine gewisse Zeit vergeht. Es mag sein, dass man am Anfang sehr wütend ist und das nicht vergessen kann und sagt, ich will ihn nicht vergeben. Aber die Zeit, wie es so schön heißt, die Zeit heilt die Wunden. Man sollte also nicht über Jahre immer nachtragend sein, sondern wirklich auch mal in sich hineingehen und sagen, stellt euch vor, Allah wäre nachtragend. Wie wäre unser Zustand? Wir könnten uns ja gar nicht mehr in den Spiegel anschauen, wenn Allah nachtragend wäre. Doch Allah subhanahu vergibt. Also sollen auch wir uns bemühen, wirklich unseren Mitmenschen zu vergeben, auch wenn es schwerfällt. Und gerade das ist das Gute, wenn es nämlich problematisch ist, wenn man auf etwas beharrt, dann sollte der Moslem großzügig sein, sollte vergeben, sollte spenden, wie auch immer, dann wird Allah diese Person, der das gemacht hat, auch großzügig entgegentreten. Wenn also einer, den immer Unrecht getan wurde, trotzdem vergibt, wird Allah ihn auf jeden Fall auch vergeben, weil er großzügig war. Wenn aber einer immer hartert und sagt, naja, ich weiß nicht, ich vergib nicht das und das, Allah wird mit ihm auch streng umgehen und wird ihn auch sehr viel fragen und mal sehen, was dabei herauskommt. Und es bezieht sich auf alle Bereiche. Wenn einer großzügig ist im Spenden, wird Allah sein Spenden noch viel großzügiger vermehren und im Paradies wird er noch mehr davon haben als auf dieser Welt. Also Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns immer mehr. Aber uns soll eins bewusst sein.
Mit Streitigkeiten, mit Hack um das Recht eines anderen ist nicht zu spaßen. Wie auch gerade wir in diesen Hadith gehört haben, der hat seine Gebete gemacht, der hat sein Fasten gemacht, er hat Spenden gegeben. Trotzdem hat er jetzt ein Problem, nämlich das Problem, das Hack. Und das sollte man wirklich nicht leichtsinnig nehmen. Und stellt euch vor, ihr müsst vielleicht wegen einem Kafir, wegen einem Nicht-Moslem in die Hölle, weil ihr ihn einfach verletzt habt. Also hütet eure Zunge, hütet eure Taten, hütet die Dinge, wenn es darum geht, einen anderen Menschen sein Recht zu nehmen, etwas zu machen, wozu man kein Recht hat. Und dann auf der anderen Seite, du musst doch erkennen, du willst ja auch nicht, dass mit dir das passiert, dass jemand mit dir etwas macht, dass jemand über dich schlecht redet, dass jemand dich einfach schlägt oder beklaut, das will doch keiner. Keiner möchte irgendwie mit Problemen leben, jeder möchte zufrieden leben. Und deshalb sollen wir das den anderen auch nicht zumuten. Und nur weil ich jetzt vielleicht stärker bin, weil ich vielleicht Freunde habe, weil ich einen Klick habe, der ist so ein Abseits, der ist ein Einsiedler, wie auch immer, gibt es mir kein Recht, über ihn herzufahren, über mich ihn lustig zu machen mit meinen Freunden, ihn zu verarschen und zu veräppeln und sonstiges, was es alles gibt. Das sind Dinge, die dürfen wir nicht. Und deshalb müssen wir sehr aufpassen, dass wir da nicht später die Konsequenzen tragen. Es überliefert um Salama radu anhum, dass der Gesandte Allahs, salallahu alaihi wasallam, sagte: Ich bin nur ein Mensch. Eure Streitigkeiten kommen zur Entscheidung zu mir. Es ist gut möglich, dass einer von euch besser argumentieren kann als der andere und ich den Fall zu seinen Gunsten entscheide. Doch wenn ich zugunsten einer Person entscheide, die nicht im Recht ist, spreche ich ihm nur ein Stück von Höllenfeuer zu. Das ist natürlich auch eine interessante Sache. Der Prophet Mohammed Sallam lebt jetzt nicht unter uns, wo er jetzt über uns richten kann, wo wir unsere Sachen vortragen können, aber wir nutzen ja gerne unsere Redegewandtheit aus. Es kommt zu Gerichtsverfahren, wir schildern den Fall und ich kann besser argumentieren, ich habe ein bisschen bessere Beweislage, obwohl ich in Unrecht bin und der Richter glaubt mir und spricht mir recht und der andere hat Schaden. Das sind alles nur Dinge dieser Welt. Ich kann hier an Ansehen, an Prozessen oder sonstiges jedes Mal gewinnen. Im Endeffekt, bei Allah bin ich der Verlierer. Mit den Dingen, wo ich mich jetzt bereichere, werde ich im Jenseits massive Probleme haben, was mir zum Untergang verhilft. Also ins Höllenfeuer rein. Wir brauchen nicht meinen, ich habe mein Auto verkauft, habe ihm die ganzen Mängel verschwiegen und dann fährt es 2 Wochen total kaputt, er kommt, ich sage nein, ich habe nichts damit zu tun, bei mir war das in Ordnung, ich lüge, obwohl ich weiß, mein Auto hat diese Schäden gehabt. Ich habe nichts anderes gemacht, wie dass ich das Geld, was ihr mir gegeben habt, das Geld ist ein Brennholz fürs Höllenfeuer. Weil ich ihn bewusst betrogen habe. Ich habe gewusst, das Auto hat Schaden, ich habe es in Kauf genommen und nach 2 Wochen kam er zu mir und ich tat so, als würde ich von nichts wissen. Und leider, solche Dinge finden genug statt. Und wenn man dann aufs Gericht geht, ist es immer sehr schwer, etwas zu beweisen. Und dann kriegt man eben nicht recht. Aber im Jenseits wird die Person sehen, er hat einfach nur mit dem Geschäft ein Stück von Höllenfeuer erworben. Sonst rein gar nichts. Wir sollten aufpassen mit dieser Betrügereien, wenn man redegewandt ist, man besser argumentieren kann, dass es bei Allah gar nichts bringt. Denn Allah kennt unsere Herzen, er kennt unsere Motive, er weiß, was wir gemacht haben und es geht nichts verloren. Jedem, dem Unrecht zugefügt wurde, wird am nächsten Tag zu seinem Recht kommen. Ein Nicht-Moslem genauso wie ein Moslem. Nur der Unterschied ist, ein Nicht-Moslem hat in dem Fall ja nicht viel, denn ins Höllenfeuer kommt er so oder so. Ein Kafir kommt nicht ins Paradies. Aber er wird sein Recht bekommen. Wenn wir daran denken, an Stalin, der Kommunistenführer, er hat Millionen Menschen umgebracht. Millionen Menschen. Ein großer Teil ja, von denen waren alles Nicht-Muslime. Sie werden ihr Recht bekommen. Stalin wird dafür extra bestraft werden. Aber es wird sie eben von Höllenfeuer selber nicht retten. Gerettet sind nur Muslime. Deshalb kannst du dir mal überlegen, wenn du jetzt gerade nicht Muslim bist, also Kafir bist, das hörst, dass du dir Gedanken machst und dir sagst, ist es gut, als Nicht-Muslim zu sterben? Wenn man sich nichts aus dem Islam macht, ist ja egal, dann wartet einfach ab, bis die Wahrheit im Tod erscheint, dann wissen alle Bescheid. Ansonsten dann, wir haben unseren Verstand, denken darüber nach, was der Sinn ist auf dieser Welt, warum wir leben, warum Propheten kamen, warum Schriften kamen, vielleicht werden wir dann besser werden. Ich danke heute fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Abend. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.